Als ich 9 Jahre alt war, wurde ich das erste Mal in ein Jugendparlament gewählt. Damals hatte ich eine lange Liste voller Ideen und Wünsche. Ich war stolz darauf, meine Ideen einbringen zu dürfen und habe damals Politik als sehr nahbar und unkompliziert kennenlernen dürfen. Das hat mir Mut gegeben, Mut weiterzumachen. In meinem 12 Jahren politischen Engagement habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, wie sieht eigentlich die Zukunft aus? Wie stellt ihr euch die Zukunft vor? Wenn ich an Zukunft denke, denke ich an Innovation. Ich denke an künstliche Intelligenz, eine effiziente und nachhaltige Landwirtschaft, an Roboter in der Medizin. Wir leben in einer sich immer schneller wandelnden Welt. Und wenn das jemand ganz intensiv lebt, dann meine Generation. Wir sind neugierig und offen für Veränderungen, schauen aber auch kritisch auf das Handeln vorheriger Generationen. Mit dieser Dynamik stoßen wir auf ein ganz großes Problem. Politische Entscheidungen kommen bei den heutigen Veränderungen und Entwicklungen nicht mehr mit. Macht euch das auch so große Sorgen? Die erste für mich greifbare Krise war die Krise der Asylpolitik 2015. Und das Schlimmste für mich an dieser Krise ist, wir sind sie immer noch nicht angegangen. Sie wird vertagt. Und dabei kommen schon die nächsten Probleme. Wie sieht es eigentlich mit dem Breitbandausbau aus? Ach, das gehen wir in der nächsten Legislaturperiode an. Und die Reform des Rentensystems? Das geht auch noch ein paar Jahre gut. Bei all diesen Problemen bekämpfen wir Symptome, anstelle vorausschauend zu handeln. Dabei brauchen wir eine Politik, die in der Lage ist, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und wir? Wir als Bevölkerung legen die Hände in den Schoß. Ja, so ist das halt in einer repräsentativen Politik. So all die Jahre gut gegangen. Haben wir wirklich so große Angst vor Veränderungen? Wir haben jedenfalls keinen Weg entwickelt, die Politik aktiv mitzugestalten. Die Wirtschaft, auf die wir alle so stolz sind, hat das getan. Sie fordert inzwischen langfristige und planbare Lösungen von der Politik. Und die Wirtschaft geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie springt dort ein, wo die Politik schläft. Globale Unternehmen machen sich zusammen Gedanken. Zum Beispiel bekennen sich immer mehr Banken an der Wall Street zur Netto Null. Daneben auch die HSBC, die Commerzbank oder die Deutsche Bank. Apple setzt sich dort für Datenschutz ein, wo die Durchsetzbarkeit von Gesetzen in der EU fehlen. Natürlich alles vor dem Hintergrund, dass sie dadurch auch ihr Image verbessern. Was sagt uns das? Auf der einen Seite haben wir eine sich weiterentwickelnde Wirtschaft. Die Politik ist aber stehen geblieben. Unsere Wirtschaft ist agil und unsere Politik ist langsam und statisch. Warum? Weil wir in einem verkrusteten bürokratischen System leben. Die aktuelle Welt fordert aber eine agile, vorausschauende Politik. Und wie wir das ändern können? Dafür zeige ich euch jetzt mein System der Circular Democracy. Zuallererst fangen wir bei uns selbst an. Denn Veränderungen passieren nicht einfach so. Das, was wir brauchen, ist Mut. Jeder einzelne von uns. Jeder muss wieder mutiger sein und Dinge mit anpacken. Und dabei dürfen wir keine Angst davor haben, Ideen einfach mal auszuprobieren. Auch wenn wir scheitern können, dann stehen wir halt eben wieder auf und probieren es nochmal. Das ist jedenfalls besser, als die Dinge einfach so zu lassen, wie sie sind. Und dabei müssen wir keine großen Sprünge machen. Wenn wir frühzeitig uns damit auseinandersetzen, was für Veränderungen in der Zukunft kommen können, und Visionen und Ziele zu entwickeln, dann können wir kleine Schritte gehen und uns nach und nach dorthin entwickeln. Nur so sind wir auch in der Lage, Veränderungen und Meinungen mal sich darauf einzulassen und bei Meinungen mal nachzujustieren. Wenn wir jetzt diesen Mut haben, wie schaffen wir es dann, die notwendigen Veränderungen in der Politik anzustoßen, so wie die Wirtschaft es schon lange tut? In den letzten Jahren habe ich mich viel mit dem Thema der politisch aktiven Bürgerschaft auseinandergesetzt. Dabei ist es unfassbar wichtig, dass ständig Feedback gegeben wird von der Bevölkerung und wir nicht bis zur nächsten Wahl warten, bis wir Politik aktiv mitgestalten. Wir müssen es schaffen, dass betroffene Bürger zu Beteiligten werden.
Und dafür gibt es zwei konkrete Konzepte. Das erste Konzept ist schon ein bestehendes Konzept. Es sind die Bürgerräte. Bei denen werden zufällig aus der Bevölkerung Personen ausgewählt, die sich langfristig tiefgehend mit einem Thema auseinandersetzen. Diese werden begleitet von WissenschaftlerInnen und ModeratorInnen und ihre Ideen legen sie dann der Politik vor. Solch ein Klimarat hat es 2019 bis 2020 in Frankreich gegeben. Die Forderungen sind dann mit in das neue Klimagesetz geflossen. Aber was wir auch brauchen, ist eine niedrigschwellige Politik bei Themen, die direkt betreffen. Das zweite Konzept sind deshalb die Idea Factories. Das sind eine Art von Umfragen in der Gesellschaft, aber nicht einfache Volksabstimmungen, wie sie in der Schweiz passieren. Es geht nicht darum, eine Zustimmung oder Ablehnung von einem Thema zu erfragen. Ich gebe euch ein Beispiel. Der Stadt Bamberg stehen für die nächsten 7 Jahre 17,5 Millionen Euro für digitale Leuchtturmprojekte zur Verfügung. Wie wird dieses Geld am besten eingesetzt? Die Bedürfnisse der Betroffenen wurden gefragt. Denn wieso sollten wir eine digitale Nachbarschaftshilfe einführen, wenn den Betroffenen das digitale Ummelden ihres Autos viel wichtiger ist? Damit diese Beteiligung auch wirklich niedrigschwellig ist, muss sie digital stattfinden. Am besten über eine App. Dann werden dir je nach Alter, Geschlecht, Beruf und so weiter unterschiedliche Fragen gestellt und du kannst bequem von deiner Couch aus teilnehmen. Für Menschen ohne Zugang zum Internet muss es analoge Möglichkeiten geben und natürlich müssen die Daten anonymisiert werden. Aber nicht nur die Wirtschaft kann einen Schritt weitergehen. Wir können das auch, denn statt nur über Ideen abzustimmen, müssen auch Ideen generiert werden. Wir müssen die kreative Masse nutzen und das Stichwort ist hier offene Fragen stellen. Bisher war es uns nicht möglich, die Masse an Daten, die durch offene Fragen gewonnen werden, auszuwerten. Was jetzt aber anders ist, ist die künstliche Intelligenz und das Machine Learning. Künstliche Intelligenz kann uns dabei helfen, Tonalitäten herauszufinden und in Cluster zu teilen. Das Machine Learning hilft uns dabei, die Fehler möglichst gering zu halten. Alles vor dem Hintergrund, dass solche Technologien diskriminierend sein können. Das Beste aber an dieser Methode ist, die Technologien werden immer weiterentwickelt und werden immer besser. Vor allem, wenn viele daran teilnehmen. Wenn wir jetzt unser Feedback gegeben haben, dann ist im nächsten Schritt die Politik dran. Und wie sollten anders nachhaltige Entscheidungen getroffen werden, wenn nicht mit Daten? Wir brauchen eine Data-Driven Democracy. In Unternehmen funktioniert das Ganze schon längst. Daten werden gesammelt, um auf Veränderungen frühzeitig reagieren zu können. Und das war noch nie so einfach wie heute. Wir müssen die Chance, die die Digitalisierung uns bietet, auch in der Politik nutzen. Lasst uns mal an die Corona-Pandemie denken. Schon während der Krise muss sich Politik damit auseinandersetzen, was für Fehler gemacht wurden, was in Zukunft besser gemacht werden kann und welche Erfahrungen auch auf andere Bereiche übertragen werden können. Ziel davon ist es, Maßnahmen für zukünftige Szenarien zu entwickeln. Und dabei kommen die Daten nicht nur von den BürgerInnen. Wir brauchen unterschiedliche Quellen, um vielseitige Perspektiven einnehmen zu können. So kommen die Daten auch von ExpertInnen aus der Wissenschaft, Wirtschaft, andere Stakeholder und von Behörden. Ja, von Behörden, denn anders würden wir wohl niemals rausfinden, warum Baugenehmigungen eigentlich so lange dauern und so kompliziert sind. Auf Basis der Ergebnisse kann Politik dann fundierte und vorausschauende Entscheidungen treffen. So bauen wir dann auf Fakten und nicht mehr nur auf Meinungen. Und das Beste daran, die Entscheidungen können transparent und nachvollziehbar begründet werden, vor allem wenn sie gegen das Belang von bestimmten Gruppen ist. So können Entscheidungen besser akzeptiert werden. Und was ist, wenn die Politik dann doch mal falsch liegt? Dann können mithilfe der Daten die Probleme frühzeitig erkannt werden, sodass Fehler gar nicht mehr so groß sind, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als einen Rücktritt zu fordern. Wir müssen PolitikerInnen in den Fokus stellen, welche Verantwortung übernehmen, sodass es Erfahrungen sind, die gemacht werden und nicht mehr Fehler. Und
Dieses Konzept der Circular Democracy funktioniert nur im Dreiklang. Denn das Ende schließt wieder an den Anfang. Wir durchlaufen das System immer und immer wieder. Und die Verantwortung liegt zuerst bei uns selbst. Denn wir können nicht erwarten, dass Veränderungen einfach so passieren. Wir müssen mutig sein, unsere Ideen einbringen und die datenbasierten Entscheidungen von der Politik einfordern. Mit diesem System ist Politik in der Lage, nachhaltige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Sie ist in der Lage, auf Veränderungen frühzeitig zu reagieren und aus Erfahrungen zu lernen. Die Circular Democracy ist eine Chance für uns. Eine Chance, welche erst durch die Digitalisierung möglich geworden ist. So kann Politik in allen Demokratien gestaltet werden, grenzübergreifend. Die Wirtschaft wandelt sich agil und zukunftsorientiert. Wir können es auch in der Politik sein. Dankeschön.